So welcome to the fire. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 vom Podcast Hinter dem Bild. Der Podcast, der dich hinter die Kulissen von Film- und Fotoshootings bringt. Und das heutige Thema ist Billigblitze und Return on Investment. Also im Endeffekt, Billigblitze, sind die ein Investment? Und wenn ja, kann ich einen Return von meinem Investment bekommen? Also bekomme ich was raus mit diesem Investment? Dazu möchte ich euch heute meinen Senf dazugeben. Und das ganze Thema ist eigentlich entstanden, oder der Entschluss, warum ich das Ganze machen möchte, ist eigentlich vor einiger Zeit schon entstanden. Und der Grund ist einfach der, dass ein Freund von mir, der auch Fotograf ist, gesagt hat, hey du, ich habe bei mir zu Hause noch einen Aufsteckblitz rumliegen, ein ganz billiges Teil von Amazon damals gekauft für 65 Euro oder so. Und ich habe mir den gleichen selber gekauft auch. Und er hat gemeint, hey, das Ding, das liegt eigentlich nur zu Hause im Eck rum, weil ich benutze das Teil nicht. Und er hat dann gemeint, ich werde den dann bald verkaufen. Und ja, ich habe ihm dann geschrieben, dass ich das Ganze anders angehen würde. Und der Punkt ist halt der. Nehmen wir jetzt mal an, du kaufst dir einen Aufsteckblitz für deine Kamera oder für deine Kamera und er ist günstig. Du kannst Blitzgeräte schon relativ günstig kaufen für 60 Euro und wenn du das Teil eben nicht benutzt, weil du einfach keine Zeit oder keine Lust oder beides vielleicht nicht hast, dann liegt das Teil halt rum. Und es ist in dem Fall dann totes Kapital. Und ich denke mir halt auch, dass gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, in den Anfängen bist oder so, dann wirst du wahrscheinlich noch einiges zu lernen haben, was zum Beispiel ISO, Belichtungszeit und Blende angeht. Aber wenn du im normalen, natürlichen Licht filmen oder fotografieren kannst, in dem Fall dann halt natürlich fotografieren, dann lohnt sich so ein Teil eigentlich schon. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass du ISO, Belichtungszeit und Blende schon kannst und sicher bist und sicher damit umgehst und weißt, was die Unterschiede dazwischen sind und welche Einstellung was genau macht im Bild. Und der eine Blitz ist ein Aufsteckblitz. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, stimmt. Ich möchte es mal vergleichen. Und zwar, wenn wir es mal so sehen, das Teil, das liegt jetzt bei dir im Schrank und liegt da rum und wird nicht besser. Und wird aber auch nicht schlechter. Es liegt halt nur so rum. Es generiert kein Kapital, weil es dir keine Kunden beschert. Und ich habe es in einem vorherigen Podcast schon angesprochen. Ich glaube, das war die letzte Folge. Es ist wichtiger, also Beleuchtung ist wichtiger als die Kamera. Warum? Weil du mit der richtigen Beleuchtung auch mit einer nicht ganz so perfekten Kamera sehr gute Ergebnisse erzielen kannst. Und es ist ein Thema, das ist sehr, sehr, sehr komplex.
Ich persönlich habe noch lange nicht ausgelernt und ich denke auch nicht, also ich persönlich denke nicht, dass das Thema Beleuchtung und richtiges Einleuchten, vor allem mit Dreipunktlicht, jemals komplett beherrschbar ist, weil es so viele unterschiedliche ja, Setups gibt einfach von Licht. Du musst ja nur mal von deinem Fenster rausschauen. Wenn du in deinem Jahr, was weiß ich, 100 Mal aus dem Fenster schaust, dann hast du 100 Mal eine andere Lichtsituation. Und am Beispiel von diesem Blitz, der jetzt da so in der Ecke rumliegt und nichts tut, außer, ja, außer dazu liegen, könntest du dieses Teil auch nehmen und deine Kenntnisse von Lichtsätzen verbessern. Weil ein Bild natürlich genauso eingeleuchtet wird wie ein Film. Beziehungsweise der Unterschied ist halt natürlich Dauerlicht und Blitz. Aber der Punkt ist halt der, wenn du mal siehst, dass der Blitz jetzt zum Beispiel 80 € gekauft hat. Also wenn du jetzt siehst, dass der Blitz zum Beispiel 80 € gekostet hat, so wollte ich sagen, dann hast du bei einem Wiederverkaufspreis von 35 €, weil der gebraucht ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich auf irgendwelchen eBay-Kleinanzeigen einbilden, dass sie für ein gebrauchtes Gerät noch den Originalpreis kriegen. Leute, das Zeug ist gebraucht. Warum soll ich mir das für den gleichen Preis kaufen? Ist mir egal, ob es nur einmal aus der Packung genommen wurde. Wenn das Ding gekauft worden ist, dann war es gebraucht. Und aus genau dem Punkt kannst du zum Beispiel deinen Blitz halt nur für 35 € verkaufen. Du erinnerst dich, 80 € hat er gekostet. Genau, du fährst also einen Verlust von 45 € ein. Das ist kein Investment, aus dem Grund, weil du Geld verlierst. Ein Investment wäre das Ganze, wenn du für den Blitz 80 € bezahlst und du den dann für deine Bilder eben einsetzen kannst, indem du lernst, wie du ja Licht setzt. Und dann kannst du Einnahmen generieren, weil du deine Fähigkeiten verbessert hast und dadurch auch mehr Geld verlangen kannst. Wenn du dich von anderen Fotografen am Markt abhebst, dann kannst du mehr Geld verlangen. Das ist einfach so. Und nehmen wir mal an, du kannst 160 € pro Kunde verdienen und der Blitz hat aber 80 € gekostet, dann hast du nicht nur 80 € quasi zur Verfügung, weil du ja deine Kosten von 80 € wie soll ich sagen, gedeckt hast. Also den Blitz, den du dir gekauft hast, hast du damit auch refinanziert und du hast 80 € über, die du vorher nicht hattest. Du hast also einen, ja, nicht wirklich Gewinn gemacht, weil da kommen noch andere Dinge dazu. Aber in dem Moment hast du einfach 80 € über und die stehen dann zu deiner freien Verfügung. Aus dem Grund ist das ein Investment, weil du den Blitz eben dazu verwendet hast, um deine Fähigkeiten zu verbessern, um dich vom Markt abzuheben, um deine Qualität der Fotos zu verbessern, weil das tatsächlich so ist. Also für alle, die jetzt noch nicht so oft mit dem Blitz gearbeitet haben, wenn du dein Objektiv auf eine Blende von 8 stellst und entsprechend dann deine anderen Einstellungen anpasst und mit dem Blitz fotografierst, dann wirst du feststellen, was scharf ist. Denn die meisten Objektive sind nicht, wie sehr viele Filmemacher annehmen, auf einer Blende von 1,4 richtig scharf oder 1,8, sondern auf einer Blende von ungefähr 8. Das nimmt viel Licht weg, aber der Blitz ist so effektiv, dass er das Licht genau zu dem Zeitpunkt in der richtigen Menge freigibt, in der es eben gebraucht wird. Deswegen wird Blitz für Fotos benutzt und deswegen ist es auch okay und für meine Verhältnisse finde ich besser, du benutzt einen Blitz anstatt ein Dauerlicht zum Fotografieren, weil die Qualität deines Lichts viel, viel besser ist. Und wie schon erwähnt, dein Blitz hat eben, ja,
wie soll ich sagen, dein Blitz kostet einfach weniger. Er kostet weniger Energie, also weniger Selbstkostenpreis. Er ist leicht aufzustellen. Er ist klein. Du kannst ihn auf die Kamera drauf tun. Du kannst ihn aber auch von der Kamera trennen und mit der Kamera auslösen, wenn du dir noch ein Funkset dazu kaufst. Und dann geht der Spaß nämlich erst richtig los. Denn wenn du deinen Blitz entfesselst, also sprich von der Kamera trennst und im Raum versteckst, dann kannst du ganz, ganz andere Lichtsituationen schaffen, als das mit dem Blitz auf der Kamera möglich ist. Genau. Und ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wie gesagt, das Investment ist eben aus dem Grund ein Investment, weil du diesen Blitz benutzt, um deine Fähigkeiten zu erweitern. Und ich nehme jetzt mal an, du bist Fotograf, aber überleg mal, wenn du in die Film- und Video-Ecke gehst, dann es ist nicht das Einzige, was sich ändern wird, ist die Art von Licht, die du benutzt. Das Lichtsetzen an sich, die Gesetze von Lichtsetzen, zum Beispiel das Inverse Square Law, also das Gesetz, das besagt, wenn man den Abstand zu einem Objekt verdoppelt, dann halbiert sich die Licht, also dann halbiert sich die Helligkeit vom Licht. Das gibt es auch beim Sound, aber jetzt im Licht Sinn gesprochen, wirst du diese Regeln genauso bei Dauerlicht einsetzen können. Und das bringt dir halt den Vorteil, dass du nicht nur ein Bild beleuchten kannst, sondern du kannst in Zukunft im Endeffekt auch für irgendwelche Filme Licht setzen oder für kleine Videos. Und du wirst dann mittendrin einen Aha-Moment haben, wo du dir denkst, wow, man kann so viel mehr mit Licht machen, als nur einen Aufsteckblitz kaufen und den im Eck vergammeln zu lassen. Deswegen denke ich mir, es ist nichts verkehrt daran, wenn man das Teil mal nimmt und sich wirklich Zeit nimmt und mit einem einzigen Blitz Fotos macht und dann eben, was weiß ich, sich zum Beispiel so ein weißes Blatt Papier nimmt, dieses weiße Blatt Papier dann halt als Reflektor benutzt und anfängt, das Licht zu formen. Und genau. Ansonsten, wie schon erwähnt, du lernst halt nicht nur für Fotos, sondern du lernst genauso für Videos. Und deswegen kannst du natürlich mit einem Blitz anfangen. Er ist aus mehreren Gründen, finde ich, jetzt perfekt für Anfänge, weil er kostet wenig. Du kannst bei Amazon dir einen Blitz für 65 Euro oder so holen. Das ist ein No-Name-Blitz und den gibt es für Nikon und für Canon, soweit ich weiß. Aber der ist perfekt für dich. Du hast keine oder kaum Ausgaben. Du kannst dich nur verbessern und ein Wort zur Verbesserung, das ich noch sagen möchte, ist, diese Lernkurve ist, ich würde sagen, sie ist nicht steil und es ist teilweise ganz schön schwierig und du wirst, also keine Ahnung, ich kenne dich ja nicht, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich bin an meine Grenzen gekommen und habe das Teil dann einfach ins Eck gefeuert und dachte mir, das werde ich nie lernen, bis ich mir dann einfach mal ein paar Tutorials angeschaut habe und dann festgestellt habe, dass die Belichtungszeit vom Blitz unabhängig ist. Das ist der Unterschied zwischen normalem Licht und zwischen dem Blitzlicht, weil der Blitz eben sich quasi selbst beleuchtet auf dem Bild. Aber der Punkt ist der, wenn du das überwunden hast, dann steht dir sozusagen die Lichtwelt zu Füßen. Und letztendlich, wenn du Videos generieren willst, die wirklich sich verkaufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Leute in einem würdigen und richtig guten Licht darstellen, dann solltest du das lernen.
nicht nur, weil ich das sage, sondern weil es einfach dich selber hervorhebt von der Masse. Wie oft hast du schon Leute gesehen, die kein Licht setzen, die flaches Licht setzen, also eine einzige Lichtquelle auf jemanden? Das ist ungefähr vergleichbar wie mit den Leuten, die mit einer Kompaktkamera fotografieren und den automatischen Blitz benutzen. Die Bilder sehen einfach, sorry, aber ich muss es sagen, die sehen einfach schlecht aus. Die sehen total grottig aus. Und warum? Weil der Blitz von vorne kommt und die Leute erwischt und sie sehen aus wie auf einem Fahndungsfoto der Polizei. was man stattdessen machen könnte, ist, den Blitz zum Beispiel von einer Kompaktkamera durch so ein Blatt Papier schießen. Warum? Weil die Oberfläche des Papiers viel größer ist und dieses Papier lichtdurchlässig ist. Das ist stinknormales Druckerpapier. Aber wenn der Blitz eben so heftig ist, und der Blitz ist definitiv heftig, weil er viel, viel mehr Licht in kurzer Zeit freilässt, als das ein Dauerlicht jemals könnte, dann hast du das erreicht, was du in Dauerlicht mit einem riesengroßen Diffusor erreichen kannst, nämlich, dass das Licht total weich wird. Du hast keine harten Schatten mehr oder kaum harte Schatten. Und das ist nur ein Beispiel. Oder du richtest den Blitz zum Beispiel nach oben aus. Wenn die Decke weiß ist, was passiert dann? Du hast einen riesengroßen Reflektor und wenn du den Blitz entsprechend einstellst von der Power her, dann ist es so viel Power, dass total weiches Licht in dem Raum ist. Das heißt nicht, dass das perfekt aussieht oder super aussieht. Es heißt nur, dass du dich auf den richtigen Weg begibst. Und das ist, so ein Foto zu machen, ist tausendmal besser, als einfach frontal die Leute volle Kanne mit dem Blitz abzulichten. Meiner Meinung nach. Genau. Und eben wenn du sowas zum Beispiel merkst und du machst Folgendes, du gehst zum Beispiel vor ein großes Fenster und bist mit dem Rücken zu diesem Fenster, die Leute schauen in die Richtung von dem Fenster, du nimmst den Blitz, stellst den im 45-Grad-Winkel hinter die Leute und blitzt die an, dann hast du ein Rimlight. Im Endeffekt hast du zwei Lichtquellen. Du hast das Fenster, was dir sehr viel weiches Licht gibt für die Person, für das Gesicht. Das kreiert dann weniger harte Schatten. Also du hast weiches Licht. Weiches Licht kreiert weiche Schatten. Und du hast das Licht, das von hinten, seitlich von hinten kommt. Und das mag sein, dass es vielleicht nicht ganz so perfekt ausschaut, für die Situation, in der du dann bist, das ist nur ein Beispiel, aber wenn der Raum recht hell ist, in dem die Person ist, dann macht es vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn. Oder wenn du im Bildausschnitt eine Lampe siehst, die im Hintergrund steht, dann kannst du diese Lampe akzentuieren, indem du einfach den Blitz auf die Person, auf den Rücken dieser Person schießt und du hast im Endeffekt nichts anderes als ein Licht für die ein Licht für die Silhouette der Person. Und das macht Folgendes. Erstens, wenn das Licht aus der gleichen Richtung kommt wie diese Lampe, die man im Frame, also in deinem Bildrahmen sieht, dann sieht es so aus, als wäre das Licht, wenn es die gleiche Farbtemperatur hat, von dieser Lampe. Aber in Wirklichkeit ist das Licht von der Lampe vielleicht viel zu schwach, um bis zur Person zu kommen. Deswegen verlängerst du das künstlich mit dem Blitz. Das sind nur ein paar kleine, kurze Licht-Ideen, aber du kannst noch viel, viel weiter gehen. Wie gesagt, das Thema wird nie abgeschlossen sein, weil du einfach viel zu viel mit Licht machen kannst. Nur eben meine Meinung quasi zum Thema Blitz und zum Thema Aufsteckblitz, der im Zimmer rumliegt und vor sich hingammelt. Warum? Das muss doch nicht sein. Und ich glaube nicht, dass jemand so ein Meister ist vom Lichtsetzen, dass er nichts dazulernen kann. Für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, was soll ich denn damit? Das weiß ich doch eh schon alles. Wirklich? Warum nimmst du nicht einen Blitz und einen Karton, schneidest dem Karton Streifen, wo auch Licht durchkommt, stellst den auf als Cookie, so nennt man das, glaube ich, und
blitzt auf diesen Karton drauf und hast dann quasi im Hintergrund von einer Person zum Beispiel Licht, das aussieht, wie wenn es durch eine Jalousie durchkommt. Das ist ein Blitz und ein Karton als Cookie. Und natürlich noch irgendwelche Aufsteller oder sonst irgendwas oder eine Person, die das Ding hält, ist ja wurscht. Aber du hast trotzdem was geschaffen mit einem einzigen Licht. Finde ich persönlich super. Bevor der Hintergrund stinknormal weiß ist, kannst du ein bisschen Kontrast damit setzen. Ich muss dann mal wieder meine Kehle befeuchten, bevor ich dich noch zu Tode laber. Und um das Thema noch ein bisschen weiter zu spinnen, im Sinne von möglichst günstig investieren, ein Reflektor, den kannst du dir bei Amazon für 15 Euro kaufen. Wenn der Blitz 65 kostet, 15, ja, so 70, 80 Euro rum mit Versand und so weiter. Dann bist du immer noch unter 100 Euro und du hast auf einmal zwei Lichtquellen. Du hast ein Keylight, also dieses Blitzlicht, und du hast ein Fill-Light, also ein Fülllicht. Das ist zum Beispiel genauso wie hier. Dort oben ist mein Keylight, das meine rechte Seite hier beleuchtet, und links steht ein Reflektor, der meine linke Seite aufhält. Da das Ganze allerdings mit meinem Handy gefilmt ist und das aus irgendeinem Grund das immer wieder irgendwie abdunkelt, weil es auf Automatik ist, sieht man das wahrscheinlich nicht so hundertprozentig. Und im Endeffekt habe ich jetzt hier zum Beispiel in diesem Setup noch ein drittes, nämlich hinter mir links, also von mir aus gesehen links, das Fenster als Rimlight, also als Silhouettenlicht, beziehungsweise aus dieser Richtung kommend, zwei Lichtquellen, ein LED-Panel mit einer blauen Folie, also CTB-Folie, Color Temperature Blue, und ein Fenster, das im Endeffekt auch in meine Richtung reinscheint. Allerdings an diesem Punkt, ich glaube, das Licht ist noch auf Blende 1,8 oder so. Also es ist, wenn man das Licht im Blenden misst, dann ist hier ungefähr Blende 1,8 ohne alle anderen Lichter von diesem Fenster. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit vorgegriffen. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, kauf dir einfach einen Reflektor, ein Blitzlicht und fertig. Und das Beste an diesem Reflektor ist, ich weiß natürlich nicht, welche du dir kaufst oder welche du im Auge hast, aber normalerweise diese Reflektoren, die haben eine goldene Seite, eine silberne Seite, eine schwarze Seite und eine weiße Seite, und sie haben ein, also du kannst die quasi mit einem Reißverschluss, kannst du diese farbigen Seiten von dem Reflektorrahmen trennen, und überbleibt ein Diffusor. Ein Diffusor ist was du benutzen kannst, um zum Beispiel draußen im Sonnenlicht zu, wie sagt man, ja, ein bisschen zu dimmen und zu kontrollieren, indem du zum Beispiel einen Diffusor vor die Sonne hältst, vor einer Person, vorm Gesicht. Dann wird die Sonne sehr viel weicher, weil die Oberfläche größer ist. Das heißt, du vergrößerst das Licht, und wenn du eine große Lichtquelle an, also möglichst nah an eine Person dran bringst, dann hast du sehr weiches Licht ohne irgendwelche harten Schatten. Kombiniere das mit Blitzlicht in der Sonne, was wirklich funktioniert, denn das ist der große Vorteil von Blitzlicht im Vergleich zu so einer Dauerlichtlampe, dass du im Sonnenlicht auch mit Blitzen fotografieren kannst, auch mit Aufsteckblitzen. Und der Grund dafür ist, weil, wie vorher schon erwähnt, diese Blitze einfach extrem viel Power abgeben im Vergleich zu einer Dauerlampe. Wobei natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Punkt unschlagbar ist. Jo. Ansonsten muss ich jetzt mal kurz mein Papierhirn benutzen, also mein Zettelchen.
Im Endeffekt bleibt mir eigentlich nur noch Folgendes zu sagen, weil ich rede jetzt schon seit ungefähr 25 Minuten dich in Grund und Boden, aber im Endeffekt habe ich nur noch Folgendes zu sagen. Und zwar, dass die Grundlagen der Fotografie eigentlich jeder kennen sollte. Und der Grund ist einfach der, wenn du vor einem Kunden stehst und der Kunde auch ein bisschen was von der Fotografie versteht, so die Grundlagen, welchen Eindruck machst du denn auf den Kunden, wenn er zum Beispiel sagt, ich verwende Blende 1,8, weil die Schärfe dann sehr viel genauer ist auf einem Objekt und der Hintergrund mehr verschwimmt. Und du das aber eigentlich gar nicht weißt und sagst, aha, okay, wirklich. Ich glaube nicht, dass das der beste Eindruck vor diesem Kunden ist. Genauso wenig, wie es der beste Eindruck vor allen anderen Leuten ist. Denn wenn du dich selber Fotograf nennst, dann solltest du dich auch wie einer verhalten und dann solltest du die Grundlagen kennen. Und wenn du das noch nicht kannst, dann lern sie. Ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Durch die Grundlagen, die du lernst, steigt natürlich auch die Qualität deiner Arbeit. Und wenn die Qualität deiner Arbeit steigt, dann bin ich davon überzeugt, dass irgendwann auch Leute auf dich zukommen werden und sagen, hey, du könntest für mich auch fotografieren. Und jeder Mensch, der in Wirtschaft nicht Augen und Ohren geschlossen hat, der wird wissen, dass wenn Menschen was von dir wollen, das auch was kosten darf. Denn du wirst ja auch jeden Tag oder du musst ja auch mindestens einmal in die Woche zum Einkaufen gehen, um dir was zu essen zu kaufen. Und beim Discounter wirst du wahrscheinlich nicht sagen, ich kaufe den einen Salat und wenn er mir schmeckt, dann komme ich zurück und kaufe den nächsten. Und übrigens, den Salat bezahle ich nicht, denn ich sage es einfach meinen Freunden und Bekannten weiter. Dann wird der Herr oder die Dame an der Kasse wahrscheinlich so machen und dir den Vogel zeigen. Und deswegen denke ich, Qualität setzt sich einfach immer durch. Denn die Leute, die billig kaufen, die kaufen immer zweimal. Und wahrscheinlich werden sie dann das zweite Mal zu jemandem gehen, der eher was von seiner Arbeit versteht und der von seiner Arbeit überzeugt ist, als zu jemandem zu gehen, der einfach von seiner Arbeit nicht ganz so viel Ahnung hat und das genauso rüberbringt und projiziert auf den Kunden oder auf die Leute, mit denen er eben umgeht. Und die Leute, die günstig kaufen oder billig kaufen, die werden es früher oder später lernen und wahrscheinlich dann auch vor deiner Tür anstehen und klopfen, wenn du der Profi bist, der du vorgibst zu sein. Genau. Ansonsten habe ich jetzt ziemlich viel darüber gesprochen, was dir das bringt, aber was genau ist das, was ist eigentlich wichtiger? Warum machst du denn das Ganze? Das ist ja im Endeffekt eine Art Dienstleistung, die du hier machst. Du machst es ja für jemanden. Was bringt es denn deinen Kunden, wenn du nicht weißt, wie du sie richtig in Szene setzen kannst? Und richtig in Szene kann man auch ersetzen durch richtig oder ins richtige Licht rücken. Was es eigentlich noch viel, viel besser beschreibt, denn warum sollten dich Leute bezahlen, beziehungsweise warum sollten Kunden nochmal zu dir kommen, wenn du nicht das Beste aus ihnen rausholst, visuell. Und ich bin davon überzeugt, dass man jede Person vor der Kamera richtig gut einleuchten kann. Und Dreipunktlicht ist eben der Standard. Was nicht heißen soll, dass Dreipunktlicht immer richtig ist, aber wenn die Situation, also die, sage ich mal, Story oder die Persönlichkeit dazu passt, zu dem Licht, das du sitzt,
also das du quasi machst, dann werden deine Kunden wiederkommen und dann werden sie auch einen Unterschied sehen. Denn ich denke nicht, dass ein Kunde einen Unterschied merkt zwischen einem Bild, das mit einer 5D Mark III ohne Licht von der gleichen Situation gemacht worden ist und ein Bild, das mit einer, was weiß ich, Nikon sonst irgendwas von der gleichen Szenerie im gleichen Moment gemacht worden ist mit den haargenau gleichen Einstellungen. Wahrscheinlich wird dein Kunde kein Adlerauge haben, um 10.000 Mal in das Bild reinzoomen zu können, um zu sehen, oh, dieses Pixel ist aber falsch da drin. Und aus dem Grund denke ich, Licht kann jeder sehen und Licht richtig einzusetzen, ist nicht nur im Fotogeschäft sehr, sehr gefragt, sondern das macht Hollywood andauernd. Und ich weiß von einem Buch, das ich vor einiger Zeit geschenkt bekommen habe, dass manche Leute am Set das Licht nach Charakter setzen. Nicht nur nach Story oder nach der Atmosphäre, die dieses Bild eben oder die diese Szene rüberbringen soll, sondern nach dem Charakter, der dargestellt werden soll. Also es ist zum Beispiel eine Hochzeit, eine glückliche Szene. Es ist horrormäßig, es ist ein Monster, dessen Gesicht man nicht sehen darf, oder es ist, was weiß ich, ein Alien, der auf einem Hausdach oben steht und man nur die Silhouette von ihm sehen darf, weil es noch ungefähr, weil es erst 40 Minuten von dem 90 Minuten um sind und man natürlich das Monster noch nicht sehen darf, weil sonst die ganze Spannung weg ist. Das sind alles so Sachen, das Hollywood macht. Und warum nicht auch in deiner Arbeit? Ja, ansonsten denke ich, war es das eigentlich schon wieder für diesen Podcast. Ich hoffe, ich habe dir nicht ein Ohr abgekaut oder vielleicht beide. Und vielleicht hast du auch mittlerweile mitbekommen, dass sich mein Sound etwas verändert hat. Ich hoffe, er hat sich verbessert. Zum jetzigen Zeitpunkt nehme ich ja diesen Podcast auf und kann es noch nicht ganz sagen, weil ich immer mehrere Podcasts auf einmal aufnehme. Deswegen manchmal auch das gleiche T-Shirt. Heute in schwarz, letztes Mal in rot. Und ja, ich hoffe, der Sound wird besser, beziehungsweise hat sich momentan auch verbessert. Und man hört nicht ganz so viel Hintergrundrauschen. Im Moment hört man natürlich den Laptop ackern, weil ich ein paar Sachen noch kopieren muss, bevor ich hier die Fliege mache. Aber ich mache jetzt die Fliege im Podcast und sage vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wenn du dieses Video magst auf YouTube, dann like es und teile es und, keine Ahnung, abonniere den Kanal oder mach es auch nicht, ganz wie du magst. Ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. So